Mehr denn je beschäftigt sich heute auch die Jugend mit ihrer Zukunft, vor allem mit der Sorge um einen guten Arbeitsplatz. Die Jungen der SPÖ Niederösterreich haben Vorschläge. In St. Pölten ins Café Wellenstein luden die SPÖ Niederösterreich, die junge Generation Niederösterreich und die sozialistische Jugend Niederösterreich zu einem Pressegespräch. In gemütlicher Kaffeehausatmosphäre gab es wichtige Forderungen. 20.000 neue Jobs für Jugendliche in den Bereichen Forschung, Innovation und neue Technologien bis zum Jahr 2020 in Niederösterreich. Wenn man die Zahlen in Niederösterreich betrachtet, mit im Jahresdurchschnitt 2015 9,3% Jugendarbeitslosigkeit, so ist das zweifelsohne ein Thema. Und wir werden uns mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die auch die Organisationen nicht nur jetzt für dieses Pressegespräch herausgearbeitet haben, sondern was auch die Schwerpunkte sind der Organisationen in der täglichen politischen Arbeit, werden wir einen breiten Bogen spannen. Wir haben die Situation in unserem Bundesland, dass junge Menschen unser Bundesland verlassen, um in größeren Städten Wien, Graz, Linz oder in anderen Städten eine Ausbildung zu machen. Aber die Situation ist, dass sie dann nur ganz, ganz selten in ihre Heimatgemeinden oder Heimatbezirke zurückkommen können, weil es keine attraktiven Arbeitsplätze vor Ort gibt. Und das ist ein ganz großes Problem für unser Bundesland, diese Landflucht, die es zweifelsohne gibt. Daher sind wir der festen Überzeugung, es braucht massive Investitionen, neue Ideen und Kooperationen auf diesem Bereich, zusätzlich zu Investitionen, die es gibt und einer aktiven Ansiedlungspolitik von Unternehmen. Wenn man sich anschaut, wofür da sonst das Geld da ist beim Land Niederösterreich, was man da an Gartenbauaktivitäten zahlen kann und an Landesausstellungen, dann frage ich mich schon, warum das Geld nicht da ist, wo es am wichtigsten wäre, wo es am dringendsten gebraucht wird, nämlich bei den Zukunftschancen von jungen Menschen. Und Ausbildungsmaßnahmen, Bildungsmaßnahmen können sehr vielfältig sein. Eine, die was ganz besonders wichtig ist, sind die überbetrieblichen Lehrwerkstätten. Zum einen als dritte Säule der Lehrausbildung, das heißt als Ergänzung der Lehrausbildung in Betrieb und Berufsschulen, und zum anderen auch als Möglichkeit für Jugendliche, die in keinem Betrieb unterkommen, trotzdem eine Lehre zu absolvieren, um eben dieser sehr hohen Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Zum Thema Arbeitszeitverkürzung wird ja schon seit langem sehr, sehr viel diskutiert. Wir sind der Meinung, und es gibt auch Beschlusslagen der SPÖ Niederösterreich dazu, dass 35 Stunden genug sind. Wir erwarten uns von Menschen im Zusammenhang mit einer immer weiter steigenden Lebenserwartung, dass sie bis 65 arbeiten. Das wird aber nur dann funktionieren, wenn die Gesundheit mitspielt. Beruflich bin ich in der Gewerkschaft bei Holz aktiv. Sie können sich vorstellen, dass gerade sehr handwerklich dominierte Berufe sich sehr, sehr schwer tun, das bis 65 zu schaffen. Und deswegen brauchen wir schlicht und ergreifend eine Arbeitszeitverkürzung. Frankreich hat das vorgelebt, Schweden jetzt auch seit kurzem. Und es funktioniert dort. Das heißt, das Argument, dass die Lohnnebenkosten dann für Unternehmen explodieren und das alles nicht leistbar ist, stimmt nicht. Auf der einen Seite sind mehr Jobs geschaffen worden, auf der anderen Seite merkt man, dass die Krankenstände massiv zurückgehen. Und das ist ja das, was sowohl wir als auch die Arbeitgeberseite will. Die junge Generation und die sozialistische Jugend Niederösterreich fordern schon jetzt, die Weichen zu stellen für eine Verbesserung der Arbeitswelt unserer Jugend.